Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Städte in Deutschland sind im Kommen. Sie sind Wachstumstreiber, Zukunftslabore und für viele Menschen auch echte Sehnsuchtsorte. Und bei allen Herausforderungen, die dadurch entstehen, freue ich mich sehr als überzeugter Stadtmensch über die neue Urbanität in unserem Land. Klar ist aber zugleich, dass mit der Renaissance der Städte auch neue Herausforderungen einhergehen. Das Wachstum der Städte müssen wir gestalten. Und deshalb ist es gut, dass wir auch im Städtebaurecht neue Antworten suchen, neue Antworten geben. Eine zentrale Herausforderung ist in der Tat der bezahlbare Wohnraum. Es darf nicht sein, dass die Menschen in Stadtvierteln nach Einkommen getrennt leben. Das zerstört Vielfalt, das zerstört Kreativität und es spaltet letztlich die Gesellschaft. Wir wollen in unseren Städten keine Pariser Verhältnisse, sondern wir wollen die gesunde Durchmischung in unseren Städten erhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um zu verhindern, dass Menschen aus ihren angestammten Wohnvierteln verdrängt werden, müssen wir der steigenden Wohnraumnachfrage auch ein steigendes Angebot an Wohnungen entgegensetzen. Und nun habe ich wieder die Schlagwörter auf der linken Seite gehört, Mietpreisbremse. Ich sage Ihnen mal eins, eine Mietpreisbremse schafft keine einzige neue Wohnung im bezahlbaren Bereich, meine Damen und Herren. Das müssen Sie nun auch endlich mal verstehen. Und wenn wir ein Mehr an bezahlbaren Wohnraum sichern wollen, dann gibt es nur eine Maßnahme. Bauen, bauen und noch mal bauen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist die einzige und richtige Maßnahme. Und ja, wir müssen bauen. Für Familien, für ältere Menschen, für Singles, für Gutverdiener, aber eben auch für Geringverdiener. Jeder soll die Wohnung finden, die seinen Ansprüchen und seinen Bedürfnissen genügt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, gerne. Erlauben Sie. Gut. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja als Rezept für bezahlbares Wohnen die Losung Bauen, Bauen, Bauen ausgegeben. Deswegen möchte ich Sie fragen, ist Ihnen bekannt, dass nach aktuellen Studien in den 20 größten Städten in Deutschland nur 10% der neu gebauten Wohnungen überhaupt im bezahlbaren Bereich stehen? Bezahlbar ist definiert nach Durchschnittsverdienst. Wir reden ja nicht über arme Menschen, wir reden ja gar nicht über Sozialwohnungen. Ist Ihnen bekannt, dass nur 10% der neu gebauten Wohnungen überhaupt für Durchschnittsverdiener bezahlbar sind? Und können Sie angesichts dieser Tatsache Ihre These, dass Bauen, Bauen, Bauen die einzige Lösung für bezahlbares Wohnen ist, irgendwie noch aufrechterhalten? Frau Ley, das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, wenn das so ist, wie Sie beschreiben, dann hilft eine Mietpreisbremse eben auch nicht. Weil dann haben Sie ja nur die 10%. Und deswegen sage ich nochmal, Sie brauchen ein Bündel an Maßnahmen, um auch bezahlbaren Wohnraum sicherzustellen. Und die beste Maßnahme ist in der Tat bauen, bauen, bauen. Wir brauchen ein Mehr an Angebot. Wir brauchen, dass die Menschen das Angebot überhaupt haben für bezahlbare Wohnungen. Und da muss der Staat alles dran setzen, dass Wohnungsbaugesellschaften, aber auch private Firmen bauen können, um dieses Angebot zu erhöhen. Das ist die Antwort, die wir geben müssen in einem Maßnahmenpaket. Es gibt keine Antwort, die allein dafür stehen kann. Ja, und wir setzen bei der Bauplanungsrechtsnovelle an und wir schaffen in der Tat den neuen Baugebietstypus urbanes Gebiet. So ermöglichen wir eine höhere Bebauungsdichte und damit den Bau zusätzlicher Wohnungen in den urbanen Zentren. Das urbane Gebiet wird zudem die funktionale Durchmischung in unseren Städten stärken. Und wir fördern ganz bewusst das Nebeneinander von Arbeiten, Wohnen und auch Wohlfühlen. Und dabei lassen wir uns von der Erkenntnis leiten, dass gemischte Quartiere die Stadt der kurzen Wege ermöglichen und letztlich der Garant für Lebensqualität, für Wohnzufriedenheit, für Standortbindung und für Identitätsbildung sind. Meine Damen und Herren, es ist richtig und wichtig, über das urbane Gebiet die Innenentwicklung zu stärken. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir vielmals auch an die Grenzen von Verdichtung stoßen und Widerstand angestammter Bewohner erleben. Nach allen Schätzungen benötigen wir in Deutschland jährlich mindestens 350.000 neue Wohnungen. Wir werden diese große Zahl von neuen Wohnungen
nicht allein durch Geschossaufstockung und Schließen von Baulücken im Innenbereich liefern können, meine Damen und Herren. Wir können unsere Städte nicht so verdichten, dass man irgendwann den Himmel nicht mehr sieht. Auch in zentralen Lagen brauchen wir Freiräume, Grünflächen und Parkanlagen. Unsere Städte müssen auch in Zukunft mehr als nur Steine und Beton sein. Und als Union war es uns deshalb sehr wichtig, dass der notwendige Wohnungsneubau auf zwei Säulen ruht. Die erste Säule ist die Nachverdichtung in den Zentren. Dazu kommt aber noch eine zweite Säule, nämlich das beschleunigte Planungsverfahren im siedlungsnahen Außenbereich. Der erleichterte Wohnungsbau am Ortsrand wird die Innenstädte entlasten und vielen Bürgern die Chance auf eine bezahlbare Wohnung eröffnen. Und gerade weil ich weiß, dass es im Ministerium hier zunächst Bedenken gab, danke ich für die Bewegung in diesem Punkt. Die Regelung, die wir gefunden haben, gilt für Gebiete kleiner als 10.000 Quadratmeter und ist bis 2019 befristet. Ich denke, das ist eine sehr maßvolle Regelung, die wir hier gefunden haben, und dazu ein fairer Kompromiss, insbesondere im Sinne der Menschen, die davon profitieren werden. Meine Damen und Herren, auch für die Planungsrechtsnovelle gilt, kein Gesetzentwurf ist so gut, dass er nicht im parlamentarischen Verfahren weiter verbessert werden könnte. Dafür wird sicher auch die Anhörung beitragen, die wir im Ausschuss durchführen werden. Wir sollten bei der Städtebaurechtsnovelle an die gute Tradition anknüpfen, Änderungen des Baurechts in einem breiten Konsens aller Fraktionen zu beschließen. Und hierzu lade ich ausdrücklich die Opposition auch ein. Einen Punkt möchte ich zudem ansprechen, der mir besonders wichtig ist und der im Regierungsentwurf noch keine Berücksichtigung gefunden hat: das Dauerwohnen in Erholungsgebieten. Derzeit haben die Kommunen keine Möglichkeit, dort dauerhaftes Wohnungen zu genehmigen, obwohl die Lebensrealität vielerorts anders aussieht. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, Politik beginnt mit dem Betrachten der Lebenswirklichkeit. Ich kenne die prekäre Situation der Betroffenen aus eigener Anschauung. In meinem Wahlkreis in Berlin-Spandau befindet sich die Wohnsiedlung Hakenfelde. Die Bewohner dieser Wohnsiedlung leben in ständiger Furcht, aus ihren Häusern vertrieben zu werden. Ähnliche Wochenendsiedlungen gibt es im ganzen Bundesgebiet. Viele entstanden bereits in den 20er Jahren, schon damals mit eingestreuten Dauerwohnnutzungen. Wir sollten die Bauplanungsrechtsnovelle nutzen, um die rechtliche Situation der seit Jahrzehnten gelebten Praxis anzugleichen. Es ist höchste Zeit, den Bewohnerinnen und Bewohnern dieser Siedlung endlich die Rechtssicherheit zu geben, die sie verdienen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, die deutschen Städte sind attraktiv und ziehen viele Menschen an. Dieses Wachstum werden wir gestalten. Die Städtebaurechtsnovelle ist ein weiterer Baustein für eine lebenswerte Zukunft in unseren Städten und Gemeinden. Und deshalb freue ich mich auf die Beratungen im Ausschuss und freue mich letztlich auch dann hoffentlich auf ein gutes Ergebnis für die Menschen in unseren Städten. Und Ihnen allen wünsche ich ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Karl Wegner, auch für das schöne Wochenende. Nächster Redner.